Liebes Publikum, willkommen zum Vlog Nummer 10. Heute mit einem Trio. Wir sind jetzt aus unserer Platzsituation nicht zu viert, sondern
nur zu dritt. Wir werden dann einmal kurz durchwechseln, damit Sie auch alle wieder im Bild haben. Lida Zornadze, Ladies First, am Klavier, Steffen Schmidt am Saxophon und nachher noch Emil Bekir am Cello. Herzlich willkommen. Danke. Ihr habt uns ein Piazzolla-Programm mitgebracht. Wollt ihr irgendwie kurz erzählen, wie es zu diesem Programm kommt, wie ihr zu diesem Arrangement gekommen seid? Möchtest du? Wir haben als Kollegen in der Musikschule vor Jahren schon angefangen, mit Piazzolla uns zu beschäftigen. Wir haben einige Stücke als Duo gespielt und immer wieder damit aufgetreten. Und die Liebe zum Piazzolla, glaube ich, ist bei beiden vorhanden. Deswegen auch, als wir unser Duo erweitert haben und drei geworden sind, haben wir nach Literatur gesucht und Piazzolla war eine sehr nahe, hilf mir, Wahl. Ja, das passt natürlich hervorragend für die Besetzung, ja. War sofort eine gemeinsame Basis, auch mit dem Cellisten Emil, den wir gleich noch sehen. Das war, also, wir mussten nicht lange überlegen, um zu wissen, dass wir mit sowas auf jeden Fall mal unser Projekt Trio starten werden. Und dabei ist es ja bislang auch geblieben, aufgrund von Corona. Wir sind ja kurz vor dem ersten Corona-Cut überhaupt zusammengekommen und haben Pläne geschmiedet und ein Programm auf die Beine gestellt vor mittlerweile über einem Jahr und haben mit dem Stück, das wir jetzt auch heute gespielt haben, angefangen und da ist ja sofort Sand ins Getriebe geraten und so sind wir total froh, dass wir zumindest das Werk schon mal gearbeitet hatten und auch schon mal im kleinen Rahmen aufführen konnten und damit jetzt eigentlich den Neustart nach langer Pause sehr gerne auch wieder mit Piazzolla machen. Ist das ein Originalarrangement oder? Nein, ich glaube nicht. Ne? Also, da bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Das ist natürlich kein Originalarrangement für die Besetzung. Mhm. Klavier, Cello, Saxophon. Ja, das meinte ich ja. Mhm. Sondern die Originale von Piazzolla sind ja dann eigentlich überwiegend für sein Oktett oder Quintett geschrieben gewesen. Neben dem er ja natürlich auch ein paar andere Sachen gemacht hat, aber in dem Fall denke ich schon, dass es für eine dieser beiden Besetzungen geschrieben worden ist. Mhm. Und die Adaption für Klaviertrio, also anstelle meiner dann Geige, die gibt es aber schon eine ganze Weile. Mhm. Ah, ja. Und du hast es dann selber für Saxophon umgeschrieben, ja. Oder? Ja. Ja. Cool. Habt ihr da dann beim Proben sehr viel so retuschieren müssen oder kann man das so durchlaufen lassen? Also ich meine, ich kenne zum Beispiel diese Arrangements von dem Pablo Ziegler für zwei Klaviere, die kann man eigentlich so benutzen, wie sie sind, weil der ja sozusagen autorisiert ist. Aber ich kenne auch andere Arrangements, wo ich mal dachte, das könnte man auch anders machen. Also wir haben eigentlich schnell erlebt, so auch in der Besetzung erstmal direkt, dass wir die Literatur, die original geschrieben worden ist, natürlich immer nicht für Saxophon ganz schnell funktioniert, weil einfach die Kombination einzeln Klavier, Saxophon, Cello, Klavier und Klavier, Saxophon, nein, das habe ich glaube ich eine vergessen, auf jeden Fall jede einzeln funktioniert schon gut miteinander und somit funktioniert es zu dritt auch, wie wir finden, ganz hervorragend. Mhm. Miteinander. Speziell in dem Arrangement selber, naja, wir mussten schon an ein paar Stellen ein bisschen was ändern. Oder ich musste ein paar Sachen ändern. Allein der Tonumfang der Geige, da komme ich mit dem Sopran einfach nicht hin, so hoch. Und da muss man an manchen Stellen oben einfach mal was abschneiden. Mhm. Und man kommt dann in so einen Risikobereich mit dem Saxophon, den man mal ausprobieren kann, aber wo es dann konzertant oder im Studio einfach zu heikel wird. Und da muss man eben Kompromisse machen. Mhm. Ansonsten aber in der Klangbalance, im Zusammenspiel, also man darf natürlich als Saxophonist nicht so vermessen sein, zu glauben, man würde eine Geige kopieren können, möchte man aber ja auch gar nicht. Mhm. Aber naja, in der Weise, wie wir das spielen, glauben wir, funktioniert es auch ohne allzu große Änderungen und Veränderung grundsätzlich im Arrangement. Ja, nee, klingt auch hervorragend. Also denkt man eigentlich, es ist so dafür gemacht. Ja, das,
Das hören wir gern. Genau das, was wir jetzt hören wollen. Ja. Gibt es auch andere Stücke in so einer Besetzung, die man spielen kann? Oder seid ihr da irgendwie am Gucken, was man noch bearbeiten kann? Wir sind ständig auf der Suche nach Stücken. Und ja. Also wir möchten jetzt ein ganzes abendfüllendes Programm spielen. Ja. Das ist auch geplant gewesen von Anfang an. Und das Programm soll sich mit dem Leben von Astor Piazzolla beschäftigen. Es soll auch heißen, in Anlehnung an das Gesamtwerk Las Estaciones de Astor Piazzolla, de Porteña, soll es heißen, das Programm heißen Las Estaciones de Astor Piazzolla. Mhm. Und wir gehen anhand dieses viersätzigen Werkes, das das Kernwerk ist, durch die Lebensgeschichte von Astor Piazzolla, die ja so ganz, ganz weite Einflüsse hat von überall her. Ja. Auch autobiografisch natürlich Einflüsse mit einbeziehend aus der Zeit in den USA. Er war ja über 10 Jahre in den USA als Kind und hat da Duke Ellington gehört und andere Sachen, ist von Bach beeinflusst worden, hat in seinen ersten Kompositionsstudienzeiten sich sehr viel mit Stravinsky, Bartok und anderen beschäftigt. Auch das wird in das Programm mit reinfließen und sich ebenso sehr nah an Piazzolla selbst bewegen, ohne nur Piazzolla selbst spielen zu müssen. Und da sind wir natürlich auf der Suche nach Stücken und haben auch schon Sachen gefunden. Jetzt aktuell wagen wir uns an das Doppelkonzert für 2 Violinen von Johann Sebastian Bach ran und proben das fleißig. Das ist dann vielleicht irgendwann auch mal aufführungsreif. Und so sind wir im Moment noch offen, aber sehr, sehr konzentriert an der Suche nach der Vervollständigung des Programms. Ida, wie spielt sich das so als Pianist? Hast du schon vorher Sachen von Piazzolla gespielt? Nein, oder? Gar nicht. Also ich komme ja aus der ziemlich engen klassischen Szene, wie nennt man das? Also auch als Studentin. Und meine erste Berührung mit Piazzolla war eigentlich durch Steffen. Aber ich war sofort hin und weg. Ich habe gedacht, endlich spiele ich das, was ich immer gesucht habe. Mhm. Es hat sich... Ich glaube, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde auch schon offener für andere Sachen sein. Weil ich war immer als Mensch, was Musik angeht, sehr offen. Und ich habe sehr viele unterschiedliche Sachen gehört. Aber ich habe mich nicht getraut, das zu spielen. Ich habe mich nicht mal getraut, Gershwin zu spielen, was ich so liebe. Aber ich hatte immer etwas Ehrfurcht. Ja. Und jetzt mit dem Alter entspanne ich mich und traue mich zu Sachen, die ich früher in der Jugend nicht gemacht habe. Schön. Die kurze Umbaupause möchte ich benutzen, um mich zu bedanken. Ich möchte mich ganz herzlich natürlich bei unserem Hausherrn bedanken, der uns diesen Raum zur Verfügung stellt und das Ganze eigentlich hier erst ermöglicht. Ich möchte mich bei euch als Publikum bedanken, die uns mit vielen positiven Kommentaren unter den Videos und in den E-Mails unterstützt habt und motiviert habt, das weiterzumachen. Ich möchte mich natürlich bei den vielen Künstlern, die hierher gekommen sind, bedanken und die erstmal ohne zu wissen, worauf sie sich einlassen, einfach gesagt haben, ja, machen wir. Das hat uns sehr gefreut und ich möchte mich natürlich auch bedanken bei unserem Umfeld, insbesondere bei unseren Ehefrauen, die uns den Rücken frei halten, wenn wir da einen Tag aufnehmen und uns unterstützen, also zum Beispiel auch mit dem Kuchen hier. So, willkommen Emil Wick hier. Freut mich, dass wir jetzt das so lustig durchtauschen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Vielleicht kannst du was dazu erzählen? Oder wie habt ihr euch gefunden? Wir haben uns, ich glaube, vor 12, 13 Jahren im Metropoltheater kennengelernt bei unserem ersten Projekt von Wojciech. Das war 2010, 2009 oder davor, genau. Und er saß neben mir als Saxophonist und haben immer so ein bisschen geredet miteinander, dann gespielt, dann habe ich festgestellt,
manchmal das Ohr tut weh, wenn ich spiele. Aber zum Glück dann habe ich mal ein Schlagwerk gekriegt, weil wir hatten kein Schlagzeuger bei dem Stück. Und ich dürfte draufhauen auf dem Schlagwerk. Und dann habe ich mich mit dem Schlagzeug da eine Rache quasi gegen ihn, weil er so laut war. Dann habe ich einfach immer so fest draufgehauen. Und das war immer unser Gespräch mit den Jahren, wo wir uns wieder mal getroffen haben im Metropol für das nächste Projekt und so weiter und so fort. Dann war unsere quasi beginnende Freundschaft und es ist so bis heute einfach schön geblieben. Ich habe eigentlich nur bewundernd und freundlich von dir gedacht und gesprochen. Das überrascht mich jetzt, dass du in so einer Gruppe warst. Nein, natürlich. Aber das kennzeichnet auch irgendwie die Flussrichtung und die Hackordnung in unserem Trio, glaube ich. Also, der Saxophon ist immer zu laut, aber man lässt ihn trotzdem mitmachen. Nein, ich wollte nicht damit das sagen bei der Sache, sondern es freut mich natürlich total, dass wir zusammenspielen, weiterhin, außerhalb von Metropol, weil sonst wir haben immer quasi in diesem Haus gespielt oder beim Gastspiele, aber immer quasi Metropol-Theater. Und jetzt dürfen wir letztendlich mit Dida zusammen als Trio auftreten und das macht einen Hammerspaß. Mein Impuls übrigens, bei dem ich auf dich so richtig aufmerksam geworden bin, war nicht deine Schlagzeugschläge, sondern es gibt in diesen Musiktheaterproduktionen immer so kleine Momente, wo man improvisiert oder wo so kleine Loops laufen und wo man sich dann ganz weit entfernt von den Noten, die man spielt, und da saß dann neben mir ein Cellist, der völlig wahnsinniges Zeug angefangen hat zu spielen und total irre geworden ist, was nämlich du. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, mit dem funktioniert es total gut, wir müssen auch mal was anderes machen als Musical-Shows spielen. Und das geht doch auch eben das Gleiche für Stefan. Also wirklich, was mich total begeistert hat, dass wir haben immer versucht, die gemeinsame Klangfarbe zu finden und zusammenzuspielen, gleiche Dynamik, Tempo und vor allem Musik zusammen zu machen. Und es ist bis heute das geblieben. Und wann habt ihr dann die Lieder mit ins Boot genommen? Na, die Lieder war von meiner Seite aus eigentlich schon vorher im Boot. Also das war jetzt eine parallele Strenge eigentlich. Sie ist an die Musikschule gekommen, auch jetzt inzwischen schon viele Jahre her. Und dann haben wir auch über Schüler Kontakt gehabt. Also ich habe meine Schüler von ihr begleiten lassen, dann auch bei Wettbewerben. Und so hat man sich gegenseitig, glaube ich, ein bisschen kennen und schätzen gelernt. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, ich glaube zunächst für ein Musikschulkonzert, dass wir da mal ein Stückchen zusammen machen oder sowas. Und das hat auch einfach funktioniert. Das merkt man ja, wenn man mit jemandem spielt und es funktioniert, dann lohnt sich auch das Weiterdenken. Und das war dann so, und wir haben dann auch ein Duo gegründet vor 6, 7 Jahren und auch das ein oder andere Mal gespielt. Und so kannte ich die Lieder also auch schon sehr, sehr gut, musikalisch und persönlich. Und dann kannte ich Emil gut. Und dann war es irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass das mal diese Energien mal zusammengehörten irgendwann. Und so machen wir es jetzt. Liebes Publikum, vielen Dank, dass ihr so zahlreich bei uns reinklickt. Wir haben auch viele Spenden schon erhalten. Wir haben eine ganze Reihe von Einzelpersonen, die uns sehr großzügig unterstützt haben, was uns sehr gefreut hat, was uns ermöglicht hat, das Ganze jetzt hier weiterzumachen. Wir sind jetzt am Überlegen natürlich, wie wir das auch in Zukunft gestalten können, weil wir möchten auch nicht immer, dass die Künstler hier umsonst herkommen. Und unser Gedanke ist, unser Ziel wäre, wenn wir das sozusagen langfristig machen, dass wir natürlich auch einen Stamm von Spendern haben, die, sagen wir mal, monatlich mit einer kleinen Summe bereit wären, uns zu unterstützen. Vielleicht tue ich im nächsten Spenderbrief mal eine kleine Zusammenfassung machen, damit ihr auch ungefähr wisst, worum es im Detail geht. Was aber für uns noch wichtiger ist, teilt die Videos, leitet sie weiter, leitet vielleicht auch uns Ideen weiter, wo wir das noch hinschicken und unterbringen können.
abonniert den Kanal, weil das ist natürlich im Moment die einfachste Version, immer über ein aktuelles Video auf dem Laufenden zu sein. Und schaltet Freitagabend wieder rein. Danke. So, jetzt in der letzten Kombination. Willkommen zurück wieder. Dankeschön. Ja. Wir haben ja schon irgendwie gerade gemerkt, es gibt so Trio-mäßig, wahrscheinlich wie in jedem Trio, so Dynamiken innerhalb. Was mich jetzt interessieren würde, habt ihr einen Namen? Heikles Thema. Heikles Thema. Okay, ist, wir sind noch auf der Suche. Heikles nicht, aber es ist wahnsinnig schwierig, einen Namen zu finden. Ja. Wir haben in unserer Zusammenarbeit mit Steffen lange gesucht und dann hatten wir den sehr schönen, finde ich, Namen Saxomondo gefunden für unser Duo. Mhm. Der Saxophonist war drin und der Mondo bin ich. Quasi. Ja, so ist und, das. Nein, Witz. Aber das war ein schöner Name. Mhm. Und dann, als der Emil dazu gekommen ist, haben wir gedacht, lasst uns einen neuen Namen finden. Mhm. Aber es ist schwierig. Man obwohl, hat Ideen. Ich finde den Namen total schön. Eigentlich. Ja, wir haben einen möglichen Namen, den können wir jetzt mal ankündigen. So, ne? Mhm. Piacesa. Das ist vom Piano, Cello und Saxophon. Ein zusammengebautes Wort, eins, was nicht existiert. Mhm. Klingt italienisch, aber ist es nicht. Mhm. Gut, es ist ein interessanter Name. Kunstwort, ja. Das hat der Steffen erfunden. Mhm. Genau. Ja, das dann können wir die Zuhörer von heute mal bitten, zu wählen, ob sie den Namen gut finden oder nicht. Also schreibt es bitte in die Kommentare. Wir sind, oder das Trio ist für alle Anregungen offen. Oder Vorschläge, wenn es gibt. Ja. Genau, auch das. Ja. Ja, schön. Nein, das Wichtige ist, dass es uns allen drei, wie du auch sagtest, wahnsinnig viel Spaß macht, zusammen zu spielen. Und wir sind in unserer Routine als Lehrer in den Musikschulen. Wir vermissen das Eigenspiel und das brauchen wir. Also wir sind alle drei Musiker, wir genießen das Unterrichten, das ist der größte Part unserer Arbeit, aber dieses bisschen selber spielen, das muss sein. Mhm. Wenn das fehlt, dann ist irgendwas schief, dann ich glaube, das kannst du nur unterschreiben, oder? Richtig. Gut, dann wünschen wir Ihnen jetzt noch viel Vergnügen mit dem Sommer. Vielen Dank euch fürs Kommen. Danke. Und wir werden sicherlich auch irgendwie unten was einblenden, wo man euch dann zum Beispiel auch kontaktieren oder buchen könnte, wenn es die Zustände wieder zulassen. Alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne.